Oh mein Gott. Ihr glaubt nicht, was gerade passiert ist. Okay. Ich denke mal, die meisten von euch kennen CSGO. Ich habe es ja schon mal ein paar Mal in meinen Videos gespielt. Ey, das ist doch nicht... Ey, das ist doch nicht wieder Alpha-Stein, oder? Ey, ohne Witz, Mann. Na, auf jeden Fall, ich denke mal, die meisten von euch kennen CSGO. Und ich denke mal, auch die meisten von euch wissen, dass es in CSGO ziemlich wertvolle Items gibt, die sogar bis zu 1000 Euro wert sein können. Was rede ich da? Bis zu 3000, 4000, 7000 Euro. Und naja, was macht man, wenn man viel Geld hat? Was macht man, wenn man ein großer Streamer ist? Genau, man geht all in auf eine Jackpot-Seite und verwendet all seine Skins. Und nun ja, wie soll es anders sein? Ungefähr 20 Leute haben sich zusammengesetzt in einem riesengroßen Livestream und haben insgesamt 100.000 Dollar auf den Haufen geworfen und über eine Jackpot-Seite unter sich verlost. Es funktioniert halt so, jeder bezahlt irgendwas ein in einen Jackpot. Jeder kann maximal 10 Items reinsetzen. Und der, der am meisten gesetzt hat, bekommt auch die höchste Chance zu gewinnen. Angenommen, ich setze 1000 und du setzt 1 Euro in den Jackpot. Dann habe ich so eine 99-prozentige Chance zu gewinnen. Einfach wegen Mathe und so Prozentzeug. Na, auf jeden Fall war es so, dass die Vollidioten sich gedacht haben, ach ja, warum setzen wir uns nicht mal alle in den TS und ballern insgesamt im Stream 100.000 Skins in den Jackpot rein. Das war dann natürlich auch alles mit der Seite abgesprochen. Also der Admin hat dann noch extra die Seite nur für die zugänglich gemacht. Insgesamt waren sogar im Stream über 100.000 Zuschauer. Und dann haben die halt eben über eine Stunde lang nach und nach immer mehr Skins reingesetzt. Also dann halt der Skin für 7.000 Euro, der für 3.000 Euro, bis dann halt einfach 100.000 Euro voll war. Und der Hauptstreamer, Phantom Lord, ich verlinke ihn doch mal in der Beschreibung, da könnt ihr euch das nochmal im Nachhinein anschauen, der hat insgesamt 13.000 Euro reingemacht. Oder Dollar. Ich sag einfach Euro. Es gab aber auch einen, der hat 20.000 Euro reingesetzt. Und das ist wirklich krass, weil das ist echtes Geld. Klar, es sind Items im Spiel, aber trotzdem sind die echtes Geld wert. Ah, ist einfach Repeax hier. Für ihn mache ich sogar mal den Shader aus. Nein, bitte nicht, Mann! Ah! Ich hatte keine Pfeile, okay? Auf jeden Fall zurück zum Thema. Dieser Typ, dieser Phantom Lord, sitzt da also so die ganze Zeit. Oh, 100.000 Leute gucken ihm zu. Alle im Chat. Hi, YouTube, just do it, do it. Alle rasten richtig aus. Und dann kommt der Moment der Wahrheit. Der Admin schreibt in den Jackpot-Chat, get ready. Der Twitch-Chat rastet aus. Ich sitze vor meinem PC, denke mir nur so, ach du Scheiße. Gleich geht's ab. Also wirklich, das war vor 20 Minuten. Ich bin so richtig am Zittern. Der Jackpot-Admin reibt sich die Hände. Alles ist leise und es geht los. Alles steht still. Die Zeit vergeht 20 Mal langsamer als sonst. Und dann steht es fest. Und okay, wer hat's gedacht? Der Typ, der 20.000 reingeballert hat, hat gewonnen. Weil der hatte halt einfach die größte Chance. Und gut, okay. Ist ärgerlich, dass man da verliert. Ist echt ärgerlich, dass man dann da seine 13.000 Dollar verliert. Kann ich auch gut nachvollziehen. Ich würd mir auch denken. Ah, dumm gelaufen, ne? Kann aber mal passieren. Aber so nicht Phantom Lord. Er steht auf, reißt sein Headset weg, nimmt sein Handy, schlägt es auf den Tisch, reißt noch ein paar Mal sein Headset auseinander, schreit rum und verlässt den Raum. Der Twitch-Chat total außer Kontrolle, alle schreiben RIP, 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 hahaha. Wirklich, die Menge tobt und er hat nicht nur gerade 13.000 Dollar an Items verloren, sondern hat sein Headset kaputt gemacht und sein Handy zerstört. Ja, das ist dumm. Aber ich meine ganz ehrlich, okay, er hatte 100.000 Zuschauer, sowas ist einfach legendär, aber wie man mit Geld einfach so umgehen kann, na, das ist schon ein bisschen krass. Der Typ kann sich aber auch sowas leisten. Also es ist nicht so, dass der arm ist. Aber trotzdem, na, ich sitze hier so mit meinen paar Cent, kann mir gerade so ein Sandwich beim Bäcker leisten und die Vollidioten spielen einfach um 100.000 Euro. Dollar. Damn, son. Nicht wundern, warum ich das Phasen HD Texture Pack benutze. Ich bin gerade an einem neuen 10 Arten dran. Beziehungsweise an etwas anderem ein bisschen. Und ja, da habe ich das mal benutzt. Ist ganz geil, wenn ich ehrlich bin. Ja, und was ist die Moral von der Geschichte? Um Geld spielt man nicht. Außer man ist stinkreich, dann kann man das machen. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal sowas gemacht habt wie Glücksspiel. Auch wenn es nur sowas ist wie CSGO Skins. Ich habe schon mal gemacht. 2 Euro. Ja, und ich habe nicht gewonnen. Oh. Hey, hey, hey.